Jo, liebe Leute, am 27.10. kommt das neue 3D-Mario raus, Mario Odyssey. Wir freuen uns alle drauf, aber es ist leider noch ein bisschen hin. Um uns die Zeit ein bisschen zu versüßen, haue ich ja nach und nach ein paar Mario-Toplisten raus. Und heute habe ich eine richtig spezielle, richtig geile Topliste mit am Start. Und zwar die 5 grausamsten Tode in Mario-Spielen. Und zwar ist das eine Kooperation mit meinem guten Freund Akata, der auch einen geilen Nintendo-Kanal hat. Und dort haben wir auch ein Part aufgenommen, die 5 grausamsten Tode in Mario. Erster Link in der Videobeschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizugucken. Denn das Video wird genauso aufgebaut wie dieses hier. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Tod. Es ist wirklich absurd. Viel Spaß. Ja, Leute, und der erste Tod, den ich euch heute präsentiere, ich musste wirklich gerade ein bisschen lachen, weil ich es mir gerade nochmal reingezogen habe. Und zwar ist das Ertrinken in dieser Teermasse in Mario Galaxy 2 in der Squared Galaxy. Und zwar muss Luigi dort die Purple Coins alle einsammeln. Und es ist halt diese Masse dort und diese Plattform, die verschwinden. Und wenn er in diese Masse reinfällt, Leute, hört euch das einfach mal an. Leute, ich muss wirklich immer lachen, wenn ich diese Scheiße von Luigi, die aus seinem Mund kommt. Er ist wirklich so am Sabbat und man hört ihn richtig so an nach Luft schnappen. Einiges ist ziemlich grausam, aber ich finde durch die Stimme von Charles Martini, die er dort Luigi gibt, das ist einfach extrem lustig, aber es ist extrem grausam zugleich, Leute. Der nächste Tod ist auch ziemlich brutal und zwar aus Paper Mario 2 The Thousand Year Door. Und dort ist man in einem Raum voller Stacheln gemeinsam mit seinem Partner eingesperrt und muss so schnell wie möglich rausfinden. Und von oben, Leute, kommt ein Riesenbrett voller Stacheln auf einen zu. Was soll Paper Mario da machen? Er würde komplett davon durchlöchert werden. Also wirklich, das wäre echt eine heftige Szene. Und der 3D Mario wäre dort wahrscheinlich noch heftiger am Arsch, weil der Paper Mario, er kann sich ja noch irgendwie vielleicht falten und so zur Ecke gehen und so weiter, da wäre es nicht ganz so schlimm. Aber der 3D Mario wäre einfach nur aufgeschmissen, weil er halt von dicken Stacheln einfach aufgespießt worden wäre. Ja, der nächste grausame Tod, den ich euch mitgebracht habe, ist einfach das ins Weltall schießen bei Mario Galaxy 1 oder bei Mario Galaxy 2. Hier an der Stelle wird er am Flagpole vorbeigeschossen und Leute, er erstickt einfach im Weltall. Ihr müsst euch vorstellen, wie grausam das eigentlich ist. Er wird einfach ins Weltall geschossen. Mario kann ja nun mal atmen im Weltall und deswegen wird er dort einfach rumfliegen und wird verhungern, wenn man sich das vorstellt, so im Kopf, was passiert. Was für Folgen, dass er eigentlich sich nachzieht für Mario. Ist wirklich ein grausamer Tod, aber auch nur in dem Falle wegen Mario, weil er halt atmen kann im Weltall, wird er dort einfach elendig verhungern, wenn er da einfach rumfliegt und nicht gefunden wird, Leute. Der nächste Tod ist ziemlich heftig, Leute, und zwar passiert hier nicht nur eine Sache, sondern gleichzeitig zwei. Also, Mario wird erstmal der Arsch verbrannt, dadurch fällt er in Richtung Lava. So, und als würde es nicht reichen, dass er in die Lava fällt, nein, von oben kommt nochmal eine dicke Stufe, die ihn in die Lava quetscht und da es dort eigentlich so konzipiert war, dass er von diesem Ding zerdrückt wird, ist es so, dass es so aussieht, als ob er zerdrückt wird und zerdrückt in die Lava reingepresst wird. Also mega heftige Szene und mega krasser Tod für ein Nintendo Mario Spiel. Ja, Leute, ich hatte ja schon mal ein Video gemacht über grausame Game Over Screens oder allgemein gruselige, verstörende Game Over Screens in Mario und allgemein Nintendo Spielen und dort habe ich immer wieder gelesen, ja, euch hat der Aal in Mario 64 ziemlich Angst angejagt. Ich hatte das auch und deswegen habe ich ihn mit drinne. Dieser Aal, wenn der einen auffrisst unter der Meeresoberfläche, ist einfach extrem grausam. Er hat so ein komisches Lächeln, guckt euch einfach mal das Gesicht an. Also wer fand das damals als Kind sympathisch? Ein Aal, der unsterblich ist und einfach noch einen Stern am Schwanz hat, den man noch jagen muss. Also man ist gezwungen, dem Viech hinterher zu schwimmen. Es war ziemlich verstörend als Kind. Dieser Gesichtsausdruck, diese starren Augen, die einen angestarrt haben. Und natürlich, dass er so OP ist und auch nach einem Schnapp diese scharfen Zähne. Das war auf jeden Fall ein schlimmer Tod für mich als Kind. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Bald kommt Mario Odyssey, Leute. Es ist nicht mehr lange. Ich werde euch die Zeit noch versüßen mit mehr Mario, allgemein Nintendo-Stuff hier auf diesem Kanal. Deswegen Abo wäre auf jeden Fall nice von euch. Und ansonsten guckt natürlich beim Akata vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung und ich wollte noch was ankündigen und zwar, wenn Mario Odyssey rauskommt, werde ich das natürlich hier auf diesem Kanal streamen, Leute. Gerade ich, also ich muss es streamen, ich mache Videos darüber und Leute, ihr könnt einfach sicher sein, dass ich es hier streamen werde und ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen, wenn es um Mario Odyssey geht. Deswegen abonniert den Kanal, ansonsten bin ich jetzt raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss.